Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15, dem DLC Episode Gladiolus. Wir sind, glaube ich, kurz vor dem Ende dieses DLCs, zumindest storytechnisch, was die Platin, beziehungsweise ich sag schon Platin, was rede ich da, was die 100% angeht. Da müssen wir Bist noch du ein hier, um zu bisschen. sterben? Ganz im Gegenteil. Der Krieger, der dich begleitet, er war der Letzte. Er hörte nicht auf uns. Er verschloss sich unseren Stimmen, unserem Klagen. Er blickte nur nach vorne und ignorierte unsere Warnungen. Er war noch nicht bereit, und so verbannte ihn der Meister von diesem Ort. Meinst du wirklich, dass du die Stärke besitzt, die ihm damals fehlte? Wenn du nicht hättest, was es braucht, wärst du schon längst aufgehalten worden. Denke ich auch. Danke, Chor, für deinen Zumut. Für deine, ja. Für deine Zusprechungen. So. Okay. Weiter voranschreiten. Das ist die letzte Prüfung hier, oder wie? Naja, was ich vorhin sagen wollte, was die 100% angeht, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ein bisschen. Aber nicht viel. Klarus hätte dich aufgehalten. Auch mir, stellte er sich damals in den Weg. Mein Vater? Dass ein Schild für etwas anderes als seinen König stirbt, ist ein unverzeihliches Vergehen. Er sagte mir, dass ich mein Leben verschwende. Seine Worte verfolgten mich. An der Schwelle zum Tod halten Sie in meinem Kopf wieder. Ich halte dich nicht auf, aber du handelst verantwortungslos. Du bist genau wie ich damals. Denk daran, sobald du diese Schwelle überschritten hast, bist du auf dich gestellt. Stirbst du, wird die Höhle dein Grab. Ich weiß. Ich werde Sie nicht enttäuschen, General. Das hoffe ich, Gladiolus. Okay. Gilgamesch herausfordern. Unsere letzte Herausforderung liegt vor uns. So, Phönixfeder. Und auch die letzten Items, die wir einsammeln können, liegen vor Ich glaube, uns. ich bin am Ziel. Ich kann ihn spüren. Er erwartet mich. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann müsste das Item, das hier liegt, das allerletzte sein. Supertrank. Oh, okay. Es hat ein paar Sekunden gedauert. Ich bekomme die Bronzetrophäe Sammelwut. Gott sei Dank. Boah, ich hatte kurz Angst. Aber wir haben alles richtig gemacht. Super. Wir haben alles eingesammelt. Passt. Oha, das hier wäre aber theoretisch auch noch ein guter Ort, um ein Item zu platzieren. Schön weiträumig, auffällig. Oh, guckt euch mal all die Schwerter der Gefallenen hier an. Krass. Der Kampf gegen Gilgamesch, das wird kein Zuckerschlecken. Der letzte Boss war ja schon einigermaßen hart. Da bin ich. Du willst mich mit roher Gewalt bezwingen? Hast du was dagegen einzuwenden? Boah, Stufe Fragezeichen, geil. Oh. Autsch. Oh nein. What? Wenigstens konnte ich blocken. Obwohl er rot markiert war. Wenn die Gegner rot sind, heißt das doch eigentlich, sie sind unblockbar, oder? Okay. Ich kann ihn, wenn er rot ist, einigermaßen ausmanövrieren.
Es ist zwecklos. Du bist unwürdig. Dein Körper. Nein! Ach, dumm! Jetzt habe ich meinen Limit-Angriff verschwendet. Ich Idiot. Ich habe. Shit. Versagt. Noch nicht, Gladiolus. Noch nicht. Das gibt's ja. Nein! Okay. Yes. Oh, ah, das war blöd. Ein Angriff zu viel. Oh, oh. Wow, da habe ich noch im letzten Augenblick gut geblockt. Gott sei Dank. Orkan! Wow, what? Deine Gier nach Stärke macht dich blind für das Wesentliche. Heute stirbt ein weiterer Anwärter. Rennen wir es hinter uns. Ich bin aber nicht zum Sterben hier. Komm schon. Komm schon! Oh. Geil, ey. Jetzt habe ich tatsächlich meinen Limit-Angriff doch mal verschwendet. Weil er bereits viel zu viel Energie verloren hat und in die zweite Phase überging. Geil, ey. Au! Mist. Wow, was jetzt? Neue Waffe? Der hat eine neue Waffe beschworen, wow. Oh, oh. Ich kann ja jetzt ruhig all meine Heil-Items aufbrauchen, das ist ja wurscht. Theoretisch. Ah, hat er mich doch noch erwischt. An den Fersen hat er mich getroffen. Autsch. Ich hab ihn doch fast. Komm jetzt. Yes! Das hat gesessen. Na, geht doch. Haha. Voll daneben. Bams. Yes! Wow. Du bist wirklich stark, wie bedauerlich. Denn dein Geist hält dich zurück. Shit, jetzt hat er doch noch einen zweiten Arm. Ja, geil, und er hat wieder volle Energie. Danke. Noch stärker? Egal. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Autsch. Du Sau. Bin zu allem entschlossen. Du bist ein zäher Gegner. Nicht so zäh wie ich. Autsch, scheiße. Versagt. Nein, nein! Shit! Lieber ein Supertrank. Was? Ich wollte schon sagen, what the fuck? So, Orkan!
Komm, dreifacher Damage. Abflug. Wieso habe ich ihn jetzt kaum getroffen? Oh shit. Da ist die Narbe. Nein, nicht Supertrank, egal. Nein. Das gibt's nicht. So. Jetzt aber. Yes! Geil! Wir haben ihn. Ich bin der Schild des Königs. Es steht 1-0 für dich. Mag ja sein, dass ich Schwächen habe und meine Angst mich zurückhält. Vielleicht kenne ich mich wirklich zu schlecht, um Vertrauen in meine eigene Stärke zu haben. Aber eine wichtige Sache ist mir jetzt klar geworden. Mein König braucht mich. Ich mag zwar mehr Muskeln als Grips haben, aber eins ist gewiss. Ich würde für Noct sterben. Du hast meine Prüfung bestanden. Wer zaudert, der scheitert. Ein Krieger, der seine eigenen Schwächen leugnet, kann kein Schild sein. Doch dein starker Körper verfügt über einen ebenso standhaften Geist. Ich bin erleichtert, dass der erwählte König des Lichts einen verlässlichen Schild wie dich zu seinem Schutze hat. Dann. Diese Klinge soll dein sein. In ihr liegt meine Kraft. Dieses Emblem. Dieses Katana gehörte dem Mann, der mir meinen Arm nahm. Dem Krieger mit der unbeirrbaren Seele. Was? Und ich soll... Er scheint noch immer unbeirrbar. Und mittlerweile stark genug. Er braucht meine Kraft nicht. In der Tat. Na dann... Nehme ich es gerne. Los, nun geh. Beschreite unbeirrt den Pfad, den das Schicksal dir auferlegt hat. Begleite den letzten König von Luzis bis zu seinem Tod. Das werde ich. Wie lief es? Okay. Ich wusste. Du schaffst es. Ich habe das hier bekommen. Wusste gleich, von wem es ist. Oh, dieses Katana. Narben erinnern uns daran, wie viel wir ertragen können. Angeblich hat vor vielen Jahren ein hitzköpfiger Junge Gilgamesch einen Arm abgeschnitten. Ach. Der Schwertmeister erinnert sich noch immer gut an ihn.
Sein stählerner Wille hat ihm anscheinend schwer imponiert. Ein stählerner Wille ist ihm aber nicht genug. Auch der Körper muss gestählt sein. Nur wer beides erfüllt, wird vom Meister anerkannt. Ja. Aber der Junge damals hat offenbar überlebt. Gilgamesh ist überzeugt, dass er mittlerweile auch stark geworden ist. Naja. Gladiolus. Heute hast du dich bewiesen. Du hast geschafft, was nicht einmal dem Unsterblichen damals gelungen ist. Damals war der Unsterbliche noch grün hinter den Ohren. Zählt nicht. Aber trotzdem eine gute Erfahrung. Ich weiß jetzt, was Entschlossenheit bedeutet. Sehr gut. Naja. So langsam sollte ich zu meinem König zurückkehren, was? Will meinen Vater nicht enttäuschen. Ja. Und so? Kam's zu der Narbe. Also, wie deine erste Narbe. Ein Beweis, dass du Nockt beschützen wirst. Genau. Nur, dass mein Gegner diesmal härter war als der Trunkenbold damals. Wieso hat Kor uns nie von seinem Erlebnis erzählt? Gute Frage. Vielleicht ist es ihm peinlich. Also, mir hatte mein Vater davon erzählt. Echt? Wenn es die Ära des ersten Königs ist, seit der Gilgamesch wartet, sind das 2000 Jahre. Unvorstellbar. Du willst ihn nach all der Zeit doch nicht enttäuschen, oder? Er hat so lange auf den erwählten König gewartet. Ach, das bin wohl ich. Ganz schön salopp. Ja, leider. Also echt. Du hast so ein Schild wie mich gar nicht verdient. Aber ich bin bereit für das, was kommt. Nice. The End. Puh, alles klar. Final Fantasy XV, Episode Gladiolus. Ich bekomme die Bronzetrophäe, der Schild des erwählten Königs wahrscheinlich. Der ganze Name wurde nicht angezeigt. Normal, 1 Stunde 35 haben wir gebraucht. Das Abschlusszertifikat teilen. Wie teilen? Ja, war mir klar, mein Internet ist natürlich ausgestellt. War zu erwarten. Herausforderungsmodus und Extrakampf freigeschaltet. Genji-Katana für die Nutzung im Hauptspiel freigeschaltet. Spezialtechnik-Finisher, Klingentanz freigeschaltet. Klingentanz. Drücke nach Auslösen von Orkan erneut Kreis, um den mächtigen Spezialtechnik-Finisher Klingentanz anzuwenden. Nice. Der gelbe Tech-Balken am rechten unteren Bildschirmrand füllt sich durch erfolgreiche Angriffe. Sobald er... Okay. Ich wollte sehen, wie weit ich komme, bevor ich rausgeschmissen werde aus dem Ladebildschirm. So, Bestzeiten, Extrakampf, Herausforderungsmodus. Genau. Diese beiden Modi müssen wir auch noch abschließen, um dieses DLC erfolgreich auf 100% zu bringen. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber ich muss an der Stelle schon sagen, wow, was für eine schöne Geschichte. Oh, und die Musik, die war hier ja mal mega episch. Auch die Kämpfe waren super, dass wir Gladiolus gesteuert haben, dass so eine Art kleines, neues Minigameplay hinzugefügt worden ist. Extra für diese Episode finde ich super. Klar, das DLC ist jetzt von der Story her nicht allzu lang. Ne, man kriegt das definitiv auch in unter einer Stunde hin, theoretisch. Aber, ja. Dafür haben wir jetzt ein paar neue Sachen freigeschaltet. Vor allen Dingen eine neue Extra-Waffe, dieses Katana. Da bin ich gespannt darauf, das im Hauptspiel zu benutzen. Werden wir aber wahrscheinlich erst dann machen können, sobald Gladiolus im Hauptspiel wieder zur Truppe zurückgekehrt ist. Okay, Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit in diesem Part. Deswegen würde ich ganz gerne den Extra-Kampf ausprobieren, den wir ja für eine weitere Trophäe brauchen. Jetzt kommen quasi die schweren Sachen.
Die Story durchzuspielen und alle Items zu sammeln war quasi noch das Einfachste. Der Rest wird jetzt ein bisschen herausfordernder. Der Extrakampf und der Herausforderungsmodus. Ich bin gespannt. Ich mache erstmal den Extrakampf, weil ich hoffe, dass ich dadurch vom Gameplay mit Gladiolus her etwas besser werde. Dass ich dann nicht so viele Heil-Items verbrauche. Denn im Herausforderungsmodus müssen wir die 1-Million-Punkte-Marke knacken. Und ja, dafür sollte ich schon ein kleines bisschen besser im Gameplay dieser Episode werden. Denn ich kriege Bonuspunkte dafür, wenn ich die Gegner pariere erfolgreich und abblocke. Und ich kriege auch Bonuspunkte dafür, wenn ich, wenn ich am Ende so viele Heil-Items wie nur möglich übrig habe, kriege ich dadurch auch nochmal Bonuspunkte. Und deswegen versuche ich erstmal den Extrakampf zu machen. Der soll an sich sogar schon das Schwierigste an diesem DLC sein. Also noch schwieriger als das hier. Also hoffe ich, dass ich dadurch vom Gameplay mit Gladiolus her direkt besser werde. Behaupte dich in einem Duell mit dem unsterblichen Corleones. Oh, super. Bist du bereit? Wahrscheinlich nicht, aber ich muss ja drücken, um gegen ihn zu kämpfen. Oh, Mann. Als Sohn einer bürgerlichen Familie trat Kor im jungen Alter von 13 Jahren der Königsgarde bei. Seine von Natur aus überragende Stärke wurde infolge der harten Ausbildung nur gesteigert und so beförderte man ihn schon mit 15 Jahren zum jüngsten Mitglied der königlichen Leibgarde von König Mors Lucis Caelum, Noctis Großvater. Krass. Der hat also schon Noctis Großvater als Leibgarde beschützt, weil er schon so jung zur Leibgarde gehörte. Interessant. Oh Mann, und jetzt dürfen wir uns einen 1 gegen 1 Kampf gegen ihn gönnen. Super. Oh. Wenn jedes Mal die Ladezeit so lang sein wird, wenn ich gegen ihn verliere, dann gute Nacht. Dann werde ich hier, glaube ich, eine Weile lang sitzen. Puh. Ich rechne nicht damit, dass ich ihn in diesem Part noch schaffen werde. Garantiert nicht, bin ich mir sicher. Weil er soll schon ziemlich knackig sein. Ich würde eher sagen, ich spiele mich so ein bisschen bei ihm warm in diesem Part. Und im nächsten Part gebe ich euch dann quasi so eine Art Zusammenschnitt von den ganzen Kämpfen, wo ich gegen ihn verloren habe. Und dann zeige ich euch den Versuch, wo ich ihn geschafft habe, als Ganzes. Oh je. Ich bin stolz auf dich. Doch ich muss mich vergewissern, wie viel du an Stärke gewonnen hast. Erst prüft Gilgamesh die Resistenz. Wow! Oh. Ein Gegner mangelt es mir jedenfalls nicht an. Mach dich bereit. Gladiolus. Okay. Wow, oh! Sehr gut, das haben wir gut geblockt. Okay. Yes! Okay. Ja, wir haben ihn sogar niedergeworfen. Sehr gut. Oh, shit. Zu spät. Oh, ha, von wegen. Genau richtig. Oh, scheiße. Jetzt bist du dran. Nein! Oh, Gott. Kamera! Okay, ich habe nur 3 Heiltränke, Alter. Ist das alles? Mehr hast du nicht zu bieten? Mist. Stirb. Ah, shit! Oh Gott. Oh ja! Nein, wir haben den Konter nicht hingekriegt! Na, komm her. Oh, sehr gut. Okay. Der erste Versuch läuft überraschend gut. Ich dachte, der haut mich instant um. Ich wollte schon... Was? Konnte er mich gerade eben treffen? Muss ich das verstehen? Zu spät. Oh, oh, okay. Jetzt bist du dran.
Yes! Wieder erwischt. Sehr gut. Oh shit. Oh nein! Scheiße! Das war ja ein One-Hit. Verdammt. Ich habe versagt. Nein! Oh. Was soll ich jetzt für eine Taste drücken? Shit. Ich hab's nicht gesehen. Alter, guck mal, wie weit wir ihn haben. Endlich habe ich mein Versprechen erfüllt. Wie bitte? Dein Vater wollte wissen, ob du geeignet bist, als des erwählten Königs zu dienen. Nimm das! Okay. Nein! Nein, ey! Oh, scheiße! Heiltrank! Kein Erbarmen! Shit. Wow! Nimm das! Nein! Oh nein! Oh Scheiße! Ich fürchte, du bist noch nicht so weit. Oh. Verdammt! Ich habe versagt. Aber es war für den ersten Versuch doch schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Das ging doch einigermaßen. Wir haben ihn fast gekriegt. Ganz ehrlich, ich habe mir vorgestellt, dass er deutlich schwerer sein würde. Okay. Das heißt, ihn in diesem Part zu schlagen, ist jetzt plötzlich doch zu einer realen Chance geworden. Finde ich gut. Puh. Also einfach nur warten. Er weicht meinen meisten Angriffen sowieso von alleine aus. Dementsprechend kann ich einfach nur warten und reagieren. Ich muss nur seine stärkeren Angriffe etwas besser abpausen. Wo er so rot leuchtet. Ich bin stolz auf dich. Doch ich muss mich vergewissern, wie viel du an Stärke gewonnen hast. Was? Ein Gegner mangelt es mir jedenfalls nicht. Mach dich bereit. Gladiolus. Oh je, ich habe jetzt schon. Stirb. Yes. Okay. Es ist vorbei. Sicher? Ist das alles? Mehr hast du nicht zu bieten? Ha! Zu spät. Ha! Von wegen. Okay, den Angriff kriege ich einigermaßen gut hin, tatsächlich. Na komm, mach weiter. Wow, du Sau, Alter. Der hat mich von Weitem mit einem Messer beschmissen. Diese Socke. Ist ja gemein. Wow. Shit. Ja, nein. Der Konterangriff hat nicht geklappt. Scheiße. Oh, Dreck. Nimm das. Oh. So. Okay. Jetzt bist du dran. Mist. Ich fürchte, du bist noch. Von wegen. Nicht so weit. Verdammt. Ein bisschen habe ich noch. Oh, natürlich ist der erste. Oh. Der erste Versuch ist natürlich schlechter als. Der zweite ist schlechter als der erste.
Nein! Erbarmen! Nimm das! Ah, wenn er rot leuchtet, kann ich... Nein! Der erste Versuch war so verdammt gut. Und jetzt habe ich ihn gerade mal auf die Hälfte. So ein Mistverdammter. Komm, mach deinen einen Angriff, den ich so gut blocken kann. Wow. Ich fürchte, du bist noch nicht so weit. Scheiße. Verdammt, ich habe versagt. Ich bin stolz auf dich. Doch ich muss mich vergewissern, wie viel du an Stärke gewonnen hast. Erst prüft Gilgamesh mich und jetzt sie. An Gegnern mangelt es mir jedenfalls nicht. Mach dich bereit. Komm her. Miese Sau. Mein Konterangriff kann er meistens auch ausweichen. Yes! Niedergeworfen, Bams. Das hat gesessen. Alter, mein Finisher-Angriff, Mist. Yes. Zu spät. Nein! Shit. In dem Moment, in dem er was gesagt hat, hätte ich schon reagieren müssen. Mehr hast du nicht zu bieten. Au, scheiße. Da hat er mich erwischt. Okay. Das Parieren habe ich mittlerweile einigermaßen drauf. Jetzt bist du dran. Shit. Jawoll. Na, komm her. Yes. Oh, dass er immer direkt ausweicht nach seinem ersten Angriff. Oh, scheiße. Diesmal hat er das nicht mit einem Satz angekündigt. Yes. Jetzt aber. Zu spät. Oh, Mist. Autsch. Jawohl. Ja! Dance, das hat gesessen. Sehr gut. Kein Erbarmen. Komm schon. Du Sau. Es ist vorbei. Yes. Jetzt bist du dran. Und Abflug. Oh, Klingentanz. Jawoll. Oha. Dein Ende naht. Yo. Letzten Worte. Alter. Dem haben wir ja jetzt noch richtig einen mitgegeben. Ich heile mich lieber voll. Geil. Nimm das. Mist, das war blöd von mir. Nein! Zu spät. Während er rot leuchtet, kann ich glaube ich gar nichts machen. Ja! Sehr gut. Nein, ich Idiot! Och! Ich war nicht nah genug an ihm dran. Ich hätte ihn finishen können. Scheiße. Ah! Als Schild des erwählten Königs zu dienen. Komm schon. Wir haben ihn doch gleich.
Ja! Geil! Oh, Leute! Das genügt. Auch Klaros wäre zufrieden mit dir. Hiermit ist unsere Prüfung beendet. Und nun geh. Der erwählte König braucht seinen Schild. Wie geil, ohne Witz. Weil er schon als schwieriger Boss dargestellt wurde, hätte ich nicht damit gerechnet, ihn tatsächlich in diesem Part noch zu schlagen. Aber ich hab's geschafft. Ich krieg die Silbertrophäe-Generalprüfung. Geil! Oh, das hat ja besser funktioniert, als ich dachte. Okay, alles klar. Und durch diese Paraden, wie ich sie gerade eben gemacht habe, also wenn ich im richtigen Moment pariere, also blocke, dann kann ich einen Paradeangriff durchführen. Und das gibt dann im Herausforderungsmodus nochmal ordentlich Bonuspunkte. Das muss ich mir merken. Boah, Leute. Oh, ich habe null damit gerechnet. Ich dachte, ich krieg jetzt total von ihm auf die Fresse. Das Abschlusszertifikat teilen kann ich eh nicht. Aber geiler Scheiß, ohne Witz, geiler Scheiß. Oh, ich bin so glücklich gerade, Leute. Nicht schlecht, war aber ein guter Fight. Hat mir sehr gefallen. Okay, Leute, wisst ihr was? Den Herausforderungsmodus, den werden wir uns dann natürlich komplett für den nächsten Part aufheben. Oh, denn ich bin erstmal mit dem zufrieden, was ich in diesem Part geschafft habe. Mann, 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 herrlich. Ihr glaubt gar nicht, wie froh mich das gerade macht. Das war quasi die schwierigste Trophäe aus diesem DLC, zumindest laut Internet. Ich bin gespannt, wie ich mich im Herausforderungsmodus schlagen werde. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.